Servus miteinander aus dem Gaming-Zentrum der Erde München, aus den schönen Bayern. Heute wieder mit Schnicks 25 19 und mit mir Dai. Es geht wieder um FIFA, es geht um Fußball. Apropos Fußball, die Fußballsaison geht ja weiter. Gott sei Dank oder... Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, glaube ich, alle froh, dass wir mal wieder Fußball gucken können. Leider natürlich nicht im Stadion, aber immerhin im Fernsehen können wir unseren Lieblingsspielern wieder zuschauen. Ich glaube, das ist für alle eine coole Sache. Definitiv, aber gleichzeitig heißt es ja nicht, dass FIFA eine Pause macht, sondern bei FIFA sind wir jetzt auch in der Highlight-Saison. Genau. Mit all den Team of the Seasons und das Pack-Opening. Genau. Du erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Sicht, was ist in letzter Zeit bei dir so passiert mit Pack-Openings und große Enttäuschungen oder große Ja, Freuden? Also die Premier League, die Elite Rewards für die Premier League waren leider nicht so gut wie erwartet. Jetzt für die La Liga waren sie in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, in Rot den Kroos gezogen, Parejo gezogen, Moreno gezogen. Und den Casemiro, was alles in Ordnung ist, sind jetzt keine Top-Spieler, mit denen du wirklich eine gute Mannschaft auf ein nächstes Level heben kannst. Aber gute Ergänzungsspieler auf jeden Fall. Kann man mit zufrieden sein. Manchmal hat man mehr Glück, manchmal weniger. Und jetzt geht es aber die nächsten Wochen noch weiter mit Bundesliga, Liga A, Serie A und dann noch die Besten der Besten. Definitiv. Pack-Opening, wie Schnick schon gesagt hat, manchmal hat man Glück, manchmal Pech. Es geht aber nicht darum, dass man nur Glück hat beim Pack-Opening-Team, sondern man muss auch ein guter Spieler sein. Genau. Trotzdem will ich mal ein bisschen in der Wunde ein bisschen rumgraben. Wen hättest du gerne gehabt außerhalb von Messi? Klare Antwort natürlich. Ja, natürlich. Messi wäre natürlich Traum gewesen. Dann Varane mit seinem 96er oder 97er Rating, glaube ich sogar, wäre wirklich stark gewesen. Ramos wäre eine Option gewesen hinten drin. Ja, das sind so die Spieler, die generell die Defensiven hatten sehr gute Stats, mit denen man gut arbeiten konnte. In der Team of the Season gab es für dich auch Überraschungen in Spanien oder war das ziemlich klar? Eigentlich war es ziemlich klar. Also es teilt sich natürlich immer auf Realspieler und Barca-Spieler. Seit CR7 halt weg ist aus Spanien, gibt es vielleicht ein, zwei neue, die nachrücken. Aber es war vorne Suarez, Griezmann, Benzema, Messi. Nabil Fekir hat mich sehr gefreut, den werde ich auf jeden Fall mal austesten. Aber ansonsten wirklich keine großen Überraschungen. Bleiben wir kurz bei Spanien nochmal und zu den Spielern der Saison, Team of the Season natürlich. Gibt es für dich in Spanien Spieler, die komplett unterschätzt werden, vor allem bei Foot, und die du den Zuschauern empfehlen kannst? Ja, also ich habe das Gefühl, dass die letzten ein, zwei FIFAs die La Liga ein bisschen schlechter gemacht wurde. Zum Beispiel die Geschwindigkeit von dem Griezmann ist sehr, sehr schlecht geworden. Oder du hast halt Stürmer drin wie den Benzema, wie den Suarez, die zwar gut im Abschluss sind, die aber sehr langsam sind oder technisch einfach nicht so versiert, und dann kannst du sie eigentlich schlecht gebrauchen, weil sie nicht in die Meta von dem Spiel reinpassen. Die sind jetzt nicht gerade unterschätzt, aber wie ein Thomas Müller als Beispiel. Thomas Müller ist ein fantastischer Spieler, ein Weltklasse-Spieler, aber den kannst du in FIFA eigentlich nicht spielen, weil man eben das nicht nachmachen kann, wie es in echt macht. Seine Bewegungen wurden für FIFA noch nicht erfunden. Ja, genau. Gut, trotzdem, man kann gute Spieler haben, aber allein mit guten Spielern gewinnt man nicht. Genau. Einer der wichtigsten Parts oder einer der wichtigsten Sachen bei FIFA ist definitiv die Taktik. Auf jeden Fall. Und die Sendung heute wird über Taktiken gehen, welche Aufstellung am besten gespielt werden sollte, was der Pro, was Schnicks auch empfiehlt. Und all das, was jetzt Schnicks 2519 euch erzählen wird, werdet ihr natürlich auch in unserem Skillbook finden unter www.gamers-akademie.com. Da ist nicht nur Taktik drin, sondern mehr als 50 Seiten an Skills, an Technik, an Taktiken etc. etc. Ja. Das Buch wurde mit und von Schnicks 2519 geschrieben und weiteren Pros. Genau, gehen wir doch mal in die Taktik über. Deine Lieblingsaufstellung. Ja, also ihr wisst ja bestimmt, dass man in-game die Taktiken umstellen kann. Das heißt, wenn du am Anfang in einer Aufstellung drin bist und deine Grundformation hast, dann kannst du noch 4 weitere Variationen deiner Taktik wählen. Meine 2 Favoriten sind die 4-2-3-1-Taktik oder die 4-4-2-Taktik. Je nachdem, wie stark der Gegner ist, wie gut ich den Gegner am Anfang einschätze oder wie kompakt ich erstmal stehen will, wähle ich entweder die 4-2-3-1-Taktik, um ein bisschen defensiver zu spielen, oder die 4-4-2-Taktik. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gehen mehrere Taktiken durch, schauen uns die Anweisungen an, schauen uns an, wie sich die Spieler auf dem Platz verhalten, und zeigen euch das Ganze, dass ihr es zu Hause nachmachen könnt. Definitiv. 4-4-2 und 4-2-3-1 sind ja auch recht beliebte Taktiken mit den Aufstellungen im normalen Fußball. Grundsätzlich, glaube ich, auch bei FIFA tendieren die meisten genau diese 2 zu nehmen. Und du willst uns jetzt gleich mal erklären, was man innerhalb dieser Aufstellung vielleicht
noch verändern kann. Genau, man kann eher erstens die mannschaftstaktischen Einstellungen ändern, man kann aber auch noch die einzelnen Spieler mit Anweisungen betreuen, wie sie sich auf dem Platz verhalten müssen. Und ja, wir zeigen euch zuerst die zwei Standardtaktiken, würde ich mal sagen. Und dann zwei bisschen ausgefallenere, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel angewendet werden können. Schauen wir uns gleich mal an, was der Pro mit einer Standardtaktik selber interpretiert. Ja. Und individualisiert, genau, legen wir mal los. Gehen wir mal hier rein. Es ist eigentlich recht egal, was für ein Team wir nehmen, da wir jetzt erstmal nur auf die Taktiken uns konzentrieren. Natürlich ist es auch mal ein bisschen abhängig von den Spielern, die du hast. Wie gesagt, ich habe schon öfter mal erwähnt, auf den Außenpositionen eher zwei wendige, schnelle, kleine Spieler. Vorne drin auch ein, am besten mit 5 Sterne, schwacher Fuß. Jetzt gehen wir mal rein hier. Wie ihr seht, ich bin links, Paris. Geh mal in die Aufstellung und geh zuerst in die 4-4-2 und zwar in die Flache. Du kannst auch in die Halten gehen, aber ich gehe gerne in die Flache mit 2 normalen ZMs. Wieso flach und nicht halten? Halten sind die Sechser noch defensiver. Das heißt, wenn ich über außen mal wieder auf die Sechser kombinieren will oder über die Sechser spielen will, sind sie meistens sehr weit hinten und rücken überhaupt nicht mehr über die Mittellinie drüber, weil ich auch noch bestimmte Anweisungen den zwei zentralen Mittelfeldspielern gebe. Wirst du gleich sehen. Super. Wir gehen mal auch flach. Und dann schauen wir uns erstmal die mannschaftstaktischen Einstellungen an. Hier sehen wir schon, die Tiefe und Breite ist viel zu hoch. Ich würde empfehlen, dass wir bei der Breite auf eine 4 oder 5 gehen, je nachdem, wie eng ihr es haben wollt. Und die Tiefe genauso eine 4. Das heißt, ihr könnt nicht ausgekontert werden oder nur schwierig. Ihr steht kompakt, ihr steht aber nicht wie jetzt hier, wenn du nur einen Balken hast, eigentlich im 16er, sodass sie vom 16er schießen können. Ich denke, 4-4 ist eine ganz gute Mischung und Option, um das gut zu spielen. Defensivstil auf ausgeglichen machen und dann habt ihr die Defensive schon abgedeckt. Bei der Offensive könnt ihr gerne auf Ballbesitz spielen. Ich präferiere Ballbesitz auf jeden Fall. Die Breite 1 bis 2 mehr, als ihr in der Defensive eingestellt habt. Spieler im Strafraum ungefähr 5 und die Breite würde ich mal sagen, nehmen wir auch mal die 5. Ihr seht jetzt schon, man kann natürlich in der Taktik schon sehr viel ändern und um natürlich die Weekend League Spiele auch vielleicht weiterhin zu gewinnen, genau, macht es im nächsten Spiel Sinn, sich auch die Zeit zu nehmen, um die auf Taktik jeden Fall, das macht, also das macht, das müsst ihr machen, da gewinnt ihr bestimmt 1-2 Spiele mehr, bin ich mir hundertprozentig sicher, auch bei den Ecken oder Freistößen, hier sind sie auf 3 und 3 eingestellt, stellt die bitte auf 2 und 2. Wenn ihr vorne einen Stürmer oder einen Abwehrspieler, der bei der Ecke mit vorgelaufen ist, erwischt, dann ist der drin. Dann ist egal, ob da jetzt 5 andere Mitspieler stehen oder nur 2 andere Mitspieler. Aber ihr könnt nicht ausgekontert werden. Falls ihr mal den Ball verliert, schneller Konter kommt, dann habt ihr mit 2 Balken genug Leute noch hinter dem Ball, um eben den Konter zu verhindern. Das heißt, die Grundformation sieht recht defensiv aus, aber ist einfach nur stabil. Ihr müsst einfach stabil in diesem Spiel sein, kontrolliert in diesem Spiel sein und nicht zu offen. Weil wenn der Gegner so viele Lücken findet, um Chancen zu kreieren, dann habt ihr keine Chance, weil dann schießt ihr 1, 2, 3 Tore und ihr könnt es irgendwann nicht mehr aufholen. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, in den früheren Sessions. Der Profi ist halt dann doch wesentlich geduldiger und kann mit einer defensiveren Aufstellung wahrscheinlich auch mehr geduldiger spielen. Und am Ende des Tages geht es immer darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Auf jeden Fall. 1-0 ist auch ein Sieg. Also es bringt mir nichts, wenn ich früh 2-0 hinten bin und dann 90 Minuten den Toren hinterher renne. Du musst schauen, dass du aus einer grundsoliden Aufstellung dann nach vorne spielst. Lieber steht hinten die 0 und du schießt ein Tor, anstatt dass du 2 Tore schießt und 3 kassierst. Das macht gut nachzuvollziehen, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu den Anweisungen. Ganz wichtig, die wichtigste Anweisung in FIFA 20 ist auf jeden Fall für die 2 zentralen Mittelfeldspieler. Und zwar ist es einerseits die Mitte abdecken. Machen wir hier mal bei beiden. Ganz wichtig, die Mitte abdecken. Die Mitte muss kompakt sein. Und die andere Anweisung ist hinten bleiben bei Angriffen. Ihr könnt, wenn ihr einen offensiveren habt, könnt ihr den auch auf einem ausgewogenen Angriff lassen. Aber ansonsten definitiv bei beiden hinten bleiben beim Angriffen. Und das Dritte, was man noch machen kann, ist die Position halten, was aber schon eingestellt ist. Genauso wie normales Abfangen halten und ausgewogene Flankenläufe bleiben auch ganz normal. Super. Fassen wir es doch mal ganz kurz für die Zuschauer zusammen. Kannst du mal auf die Taktiken zurückgehen? Die Einstellung ganz kurz in 30 Sekunden nochmal. Genau. Also nochmal zusammengefasst. Breite 4, Tiefe 4 in der Defensive. Auf ausgeglichen lassen. Zu viel Chaos ist nicht gut. Offensivstil, Ballbesitz, Breite 5 bis 6. Spieler im Strafraum 5 bis 6. Und die Ecken und Freistöße 2 und 2.
bei den Anweisungen die zentralen Mittelfeldspieler mit der Abdeckung hinten bleiben bei Angriffen. Und was man noch dazu machen kann, ist den linken und den rechten Verteidiger ebenfalls hinten bleiben bei Angriffen. Das sind schon mal die Standardeinstellungen. Natürlich könnt ihr noch variieren. Ihr könnt zum Beispiel die Stürmer, einen, der die Abwehr überläuft, wie ein Mbappé, der schnell ist und der sich zentral orientiert oder andersrum. Also da könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie es euch beliebt. Aber diese Grundsachen von den Außenverteidigern und von den Sechsern hinten bleiben, Mitte abdecken, sind erstmal die wichtigsten. Super. Dann würde ich sagen, von einer 4-4, klassischen 4-4-2-Aufstellung in die 4-2-3-1, was machst du da? Beziehungsweise erzähl uns doch mal erst, wann nimmst du die 4-4-2-Aufstellung und wann nimmst du die 4-2-3-1? Gibt es da Verschiedenheiten? Genau, oder? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel startet und man sieht, der Gegner ist offensiv sehr stark, könnte ein sehr guter Gegner sein, vielleicht kennt man den Gegner sogar, starte ich immer erstmal mit der 4-2-3-1-Aufstellung, um einfach kompakt zu stehen, nicht schnell einen Gegentreffer zu bekommen. Wenn ich einen Gegentreffer bekommen sollte, gehe ich schon eins offensiver und versuche 4-4-2 zu spielen. Ich werde dann auch meistens einstellen, dass meine Außenspieler die Abwehr überlaufen auf beiden Seiten und werde dann versuchen, über die Außen nach vorne zu spielen, wenn die Mitte zu ist beim Gegner. Gibt es auch Situationen, wo du mit 4-4-2 startest? Es gibt Situationen, wo ich mit 4-4-2 starte, wenn ich sehe, der Gegner hat nicht so ein gutes Team, wenn ich schnell gewinnen will. Dann starte ich mit 4-4-2. Wenn es aber dann enge Spiele sind, wirklich meistens mit 4-2-3-1. Und man merkt ja dann schnell, also ist ein Klick in dem Spiel, stellst du oben auf 4-4-2 und dann hast du es schon. Das heißt, Schnicks nimmt die 4-4-2-Aufstellung einfach, um offensiver zu spielen. Genau. Jetzt kommen wir mal zu 4-2-3-1. Fangen wir mal, oder lass uns mal. Genau, gehen wir mal in die 4-2-3-1 rein. Hier hat man wieder zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder die breite Formation mit einem LM und einem RM. Oder die kompakte. Ich starte mit der kompakten. Gehen wir mal rein. Haben hier wieder die Taktiken. Bleiben wir wieder bei ausgeglichen 4, Tiefe 4, Breite 4. Ist alles in Ordnung. Offensivstil kannst du wieder beim Ballbesitz bleiben. Auch in Ordnung. Die Breite würde ich maximal auf 5 stellen, damit einfach gewährleistet wird, dass kein großer Unterschied ist zwischen der Breite in der Verteidigung oder der Breite im Angriff. Mhm. Maximal auf 6 vielleicht noch. Die Spieler im Strafraum wieder auf 5 oder 6. Also das sind ziemlich ähnlich, die zwei Aufstellungen. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass die Spieler insgesamt kompakter sind. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied. Die Anweisungen. Ich habe hier einen Zehner. Und den Zehner kann ich defensive verstärken geben. Mhm. So bleibt der Zehner auch noch mit hinten und versucht einfach die Mitte zuzumachen. Das heißt, ich habe ein kompaktes Zentrum in der Defensive. Genau, hier können wir es auch wieder machen. Passwege zustellen, was ganz wichtig ist, was bei dem 4-4-2 nicht ging. Bei 4-2-3-1 geht es, die Passwege zustellen bei den beiden Sechsern. Mitte abdecken bei den beiden Sechsern und hinten bleiben bei Angriffen. Also hier wieder dasselbe Prinzip, Mitte abdecken, Passwege zustellen, hinten bleiben bei Angriffen. Die Außenverteidiger genauso, wieder hinten bleiben bei Angriffen. Ihr könnt sie mit L1 und R1, könnt ihr die Spieler ja sowieso rufen oder schicken und könnt ihr so ein bisschen in dem Spiel steuern, aber die Grundformation sollte sein, dass sie erstmal hinterm Ball sind, um Konter abzufangen. Hier haben wir noch die zwei Flügelspieler, kann man Position halten machen, man kann sogar noch so weit gehen und hier auch auf defensive Verstärken gehen, gegen einen ganz starken Gegner, mit ganz viel, der ganz viel Druck macht, kann man das mal in Erwägung ziehen, das wäre aber dann die defensivste Taktik, die ich wählen würde. Das heißt, ich habe praktisch eine normale 4-2-3-1-Taktik, mit der ich ins Spiel starte. Eine 4-4-2-Taktik, um ein bisschen offensiver zu sein. Eine 4-2-3-1-Taktik, um sehr, sehr defensiv zu sein. Da stelle ich dann einen defensiven Verstärken bei den zwei Flügelspielern. Und eventuell kann ich sogar noch den Stürmer zentral orientieren machen und auch die Defensive verstärken. Also du siehst, man kann auch wirklich Zement anrühren. Das heißt, du nutzt die 4-4-2-Aufstellung für das offensivere Spiel und die 4-2-3-1 für die kompaktere Version, das sichere Spiel. Genau. Ich sehe jetzt schon die User-Fragen reinkommen. Was mache ich denn, wenn ich die Spieler dafür gar nicht habe? Also das heißt, du hast natürlich die Spieler so eingekauft und so geholt, dass sie natürlich in dein System passen. Jetzt müssen wir natürlich davon ausgehen, dass jeder verschiedene Spieler hat. Ja. Ist es für jedes Material an Spieler zu empfehlen oder würdest du sagen, es gibt ein paar Positionen, wo man schon bestimmte Spieler haben sollte, um diese Formation spielen zu können? Ja, also natürlich ist es so, dass du variieren kannst, zum Beispiel hier im Sturm kannst du variieren, hast du jetzt einen schnellen Stürmer oder einen langsamen Stürmer. Bei einem schnellen Stürmer gehe ich auf Abwehr überlaufen eventuell. Bei einem langsamen Stürmer versuche ich eher die Bälle abzuschirmen und tropfen zu lassen. Die 10, der rechte Mittelfeldspieler, der linke Mittelfeldspieler, sollten, wie gesagt, die
die Settings haben, dass sie ordentlich passen können, dass sie schnell sind, dass sie wendig sind, dass sie dribbelstark sind und auch einen ordentlichen Abschluss haben. Die zwei Sechser, ob du jetzt einen kleinen, wendigen Sechser hast oder einen großen, schnellen, langsamen, robusten Sechser, ist erstmal egal. Das ist mit sämtlichen Materialien möglich, da sie ja die Mitte zuhalten müssen. Ein Kanté stellt vielleicht ein paar mehr Passwege zu, aber ein Casemiro trotz wird halt im Zweikampf wahrscheinlich stärker sein. Was würdest du jemandem empfehlen? Hypothetisches Beispiel, ich habe zwei brutal starke Stürmer. Würdest du trotzdem sagen, fang doch lieber mit einer 4-2-3-1 Aufstellung an, oder würdest du sagen, nee, hey, wenn du brutal, zwei brutal starke Stürmer hast und auch offensiv spielen kannst, dann geh sofort ins Spiel. Wie gesagt, also die 4-4-2 Aufstellung ist ja keine Aufstellung, wo alles offen ist. Also du kannst natürlich auch mit dieser 4-4-2 Formation stehst du trotzdem noch kompakt. Es ist nicht so, dass wirklich der Gegner dich nur hinterm Ball herlaufen lässt, sondern du kannst wirklich auch mit einer 4-4-2 starten, aber wenn du einen Stürmer hast, gib mir mal ein Beispiel von zwei Stürmern, die du meinst. Sagen wir mal Lewandowski und Suarez. Lewandowski und Suarez. Dann kann ich zum Beispiel den Lewandowski, weil er einen ganz guten Curve-Shot vom 16er hat, kann ich den Lewandowski auch erstmal auf die 10 stellen. Okay. In 4-2-3-1 und Suarez vorne rein. Also es würde genauso gut gehen. Das heißt, deine Empfehlung ist tatsächlich auch, dass man vielleicht ein 4-2-3-1 spielt und den Stürmer, wenn er so weiter passt, auf die 10er-Position zurückzieht und genau, mal... kompakter steht. Genau. Also, das ist, wie gesagt, das Wichtigste ist, erstmal kein Tor zu kassieren, erstmal kompakt stehen, ins Spiel reinzufinden. Definitiv. Andere Frage, was ist, wenn ich gar keinen Stürmer habe? Ich habe eine geile Mannschaft, geile Offensivspieler. Wenn du gar keinen Stürmer hast, dann hast du falsch eingekauft. Habe aber nur absolute Nieten im Sturm. Also, okay. Ich habe Stürmer, das sind jetzt keine guten Stürmer. Ja. Hab dafür, keine Ahnung, zwei geile offensive Mittelfeldspieler oder zwei gute oder vier gute Flügelspieler. Dann musst du einen Flügelspieler, dann musst du die Aufstellung so wählen, dass du in-game umstellen kannst und dann einen guten Flügelspieler, der einen ordentlichen Abschluss hast, in den Sturm stellen. Okay. Genau. Also die Aubameyang-Taktik. Ungefähr. So also. Ungefähr würde man das sagen. Ist auch ganz wichtig, ob ihr über die Außen kommen wollt oder über die Mitte kombinieren wollt. Bei dieser Formation mit der 4-2-3-1 kann man natürlich immer wählen, spiele ich über die Außen, spiele ich über die Mitte, weil das Team komplett in einem Verbund nach links und nach rechts verschiebt, wenn ihr es optimal macht. Genauso verteidigt ihr in einem Verbund, dass einfach keine großen Zwischenräume zwischen den Linien sind, zwischen Verteidigung und Sechser, zwischen Sechser und den drei offensiven Spielern. Wenn ihr 4-4-2 spielt, könnt ihr wahrscheinlich besser über die Außen kombinieren als beim 4-2-3-1, vor allem beim engen nicht. Beim breiten 4-2-3-1 mit einem linken Mittelfeldspieler und einem rechten würde es dann gehen. Und ihr müsst es aber auch abhängig davon machen, was ihr für einen Gegner habt. Wenn die Mitte zu ist bei dem Gegner, dann spielt ihr natürlich über Außen. Wenn der Gegner aber mit 5er-Kette spielt und du über Außen gar nicht klarkommst, hätte ich auch ein Mittel, und zwar die 4-1-2-1-2-Formation mit enger Raute. Die würde ich mir als nächstes mit euch mal anschauen. Gehen wir mal in die Aufstellung rein und suchen mal die Aufstellung. Hier haben wir die 4-1-2-1-2-Formation und zwar kompakt. Gehen wir mal rauf auf die. Ist ja eigentlich nichts anderes als das klassische 4-4-2. Wird natürlich bei FIFA als 4-1-2-1-2 benannt. Ja, bloß, dass es halt eng ist. Genau. Es ist einfach wie die Deutschland-Formation von 2006 bei der Weltmeisterschaft. Wo sie einfach mit enger Raute spielen. Das hat den Vorteil, du spielst kompakt, du stehst kompakt und du kannst schnell mit kurzen Pässen nach vorne kombinieren. Deswegen, wenn wir hier gleich mal auf die Taktiken gehen, sind wir jetzt hier nicht mehr im Ballbesitz, sondern im schnellen Aufbau. Mhm. Okay? Genauso kannst du Druck nach Fehlern einstellen und nicht mehr nur ausgeglichen. Da du wirklich so eng und kompakt bist und du willst, wenn du einen Ball hast, schnell nach vorne spielen, deswegen Druck nach Fehler und schneller Aufbau, klappt sehr gut. Da die Mannschaft trotzdem so kompakt und eng steht, ist sie auch nicht sehr anfällig für Konter. Mhm, Breite wieder 4-4 ist optimal. Breite, Tiefe 4-4 ist wirklich, wirklich fast immer richtig. Offensiv, Breite maximal auf 5, weil du ja sowieso, du willst in die Mitte kombinieren. Spieler im Strafraum würde ich auch mal nur auf die 5 gehen. Da du mit schnellen Pässen um den 16er, aber vor allem in der Mitte, vor dem Tor kombinieren willst. Und dann hast du immer noch ein, zwei Spieler, die am 16er stehen und lauern und vielleicht abschließen können. Kommen wir mal zu den Anweisungen. Der zentralen Sechser, wie gehabt, was machen wir? Mitte abdecken und hinten bleiben bei Angriffen. Mhm. Der sichert das Ganze ab. Wenn du hier die zwei Halbspieler, die zwei Achter praktisch hast, hier kannst du natürlich wieder hinten bleiben bei Angriffen einstellen, nach vorne orientieren. Ich würde bei ausgewogenem Angriff bleiben. Aber was ganz wichtig ist, am Strafraumrand, bei Flanken. Das heißt, die drei Stürmer vorne, oder der Zehner und die zwei Stürmer kombinieren vor. Und ich habe meine zwei Achter, die links und rechts oder beziehungsweise halb links und halb rechts am 16er stehen
und wie gesagt, auf einen zweiten Ball lauern oder du kannst nochmal zurücklegen. Machen wir hier bei beiden am Strafraumrand. Bei Flanken und Mitte abdecken. Der Zehner. Vorne bleiben. Der Zehner ist überhaupt nicht dafür da, um noch irgendwas zu verteidigen. Du hast praktisch diese drei Spieler plus die Viererkette hinten, die verteidigen. Links und rechts bei den Außenverteidigern gehen wir diesmal auf einen ausgewogenen Angriff. Du versuchst manchmal, wenn du in der Mitte nicht durchkommst oder wenn es schwer ist, kannst du den links oder rechts schicken und so zur Grundlinie kommen und zurücklegen, eventuell sogar auf die zwei Achter, die eben am 16er bleiben. Die zwei Stürmer, den einen Abwehr überlaufen, der andere gemischter Angriff und wichtig, zentral orientieren. Und zentral orientieren, einen würde ich sogar vorne lassen. Alles klar. Das ist praktisch die Variante, wenn ihr über außen nicht durchkommt, versucht es über die Mitte, kriegt er hin. Wie oft spielst du 4-1-2-2? Die spiele ich immer nur kurz in einem Spiel. Okay. Also wenn ich wirklich nicht durchkomme mit dem 4-4-2, wenn ich nicht durchkomme mit dem 4-2-3-1, wenn ich theoretisch alles probiert habe und ich sehe, ich komme außen nicht durch, dann versuche ich einfach schnelles Pressing zu spielen, schnellen Gegendruck zu erzeugen, Gegenpressing praktisch. Und wenn ich den Ball mal für dir schnell erobern, mit 2-3 Pässen vor das Tor und abschließen. Es ist schon mal für dich vorgekommen, dass deine Gegner 4-1-2-1-2-1 gewählt haben von Anfang an. Machen die das öfters und was ist da die absolute Stärke für die? Oder? Die Stärke ist, du stehst eben kompakt in der Mitte. Du hast wenige Pässe und zum Torerfolg. Du hast immer eine Anspielstation in der Mitte. Und du hast gleichzeitig auch die drei oder den einen Sechser und die zwei Achter, die variieren können, ob sie verteidigen, ob sie angreifen. Das ist sehr eine sehr variable Aufstellung, sehr kompakte Aufstellung dennoch. Also es ist wirklich schwierig, wenn du zwei gute Stürmer vorne hast. Irgendwann kommen die mal zum Abschluss. Also da kannst du sehr gut kombinieren, auch immer in einem Dreieck. Und welche Aufstellung würdest du gegen so einen Gegner nehmen, damit du auch deren Schwächen ausnutzen kannst? Da würde ich die 4-2-3-1 nehmen, aber mit einem linken Mittelfeldspieler und einem rechten Mittelfeldspieler. Sodass ich trotzdem kompakt in der Mitte stehe, die Angriffe von denen verteidige, aber mit dem linken Mittelfeldspieler und dem rechten über die Außen kommen kann. Spielen die Pros 4-1-2-1-2 oder? Meistens nicht, wie gesagt, nur individuell mal im Spiel, vielleicht für ein paar Minuten umgestellt, wenn es gar nicht anders geht. Es ist eine ordentliche Aufstellung. Ich kenne ein paar Leute, die sie spielen. Ich würde sie jetzt nicht empfehlen, aber es kommt auch immer ein bisschen auf den Spielstil an. Also, alles, was wir hier sagen, ist wichtig und ist richtig, aber ihr müsst immer noch schauen, was könnt ihr gut, was könnt ihr schlecht. Wenn ihr gut über die Außen kombinieren könnt, dann bringt es euch nichts, wenn ihr das 4-1-2-1-2 spielt. Definitiv, macht Sinn. Dann kommen wir zum letzten Punkt, 3-5-2. Es ist ein Revival so ein bisschen, ist in der echten Fußballwelt auch wieder, dass man auf die Dreierkette setzt. Früher noch mit Libero, mittlerweile ohne Libero als Kette. Spielen auch viele Profimannschaften im echten Fußball und auch bei FIFA hat es eine bestimmte Relevanz. Im FIFA 19 hat es einen richtigen Boom gehabt mit dem 3-5-2. Am Anfang von FIFA 20 hätte ich gesagt, okay, brauchen wir überhaupt nicht alles, was mit Dreierkette zu tun hat. Kannst du eigentlich nicht spielen, kannst du nicht gebrauchen. Aber es gibt tatsächlich mit einer Kombination von verschiedenen Anweisungen eine Möglichkeit, ein gutes 3-5-2 zu spielen. Wir schauen uns das jetzt auch mal an und werden dann auch die gleich testen. Hier haben wir das 3-5-2 und dann gehen wir in die Taktiken rein. Man versucht eben bei dem 3-5-2 eine Breite zu erzeugen. Das kannst du zum Beispiel auch gegen das 4-1-2-1-2 spielen mit der engen Raute. Gehen entweder auf langer Ball ausgeglichen oder Ballbesitz. Auf keinen Fall auf schnellen Aufbau. Ich bleib mal beim Ballbesitz, stell die Spieler sehr breit raus. Spieler im Strafraum wieder bei 5 oder 6. Die Tiefe ist in Ordnung. Defensivstil machen wir mal ausgeglichen. Und jetzt kommt es viel mehr darauf an, was ich den Spielern für Anweisungen gebe. Und zwar, mein linker und rechter Mittelfeldspieler sind wie im echten Spiel auch darauf angewiesen, nach hinten zu verteidigen, praktisch defensiv eine Fünferkette zu bilden, offensiv aber vier offensive Stürmer eigentlich zu bringen. Das heißt, ich mache hier außen bleiben, Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Genauso hier auch. Es ist ein sehr intensives Spiel für die Außenspieler. Das heißt, du solltest welche wählen, die viel Ausdauer haben, die generell physisch gut drauf sind, die auch mal einen Defensiv-Zweikampf gewinnen. Also zum Beispiel ein Juan Bernat ist eigentlich prädestiniert dafür. Hinten stark, kann gut verteidigen, vorne aber schnell und wendig. Di Maria würde ich nicht unbedingt empfehlen. Der beste Spieler in einem Spiel dafür ist auf jeden Fall Adama Traoré. Okay. Der ist offensiv stark, defensiv stark. Ich würde jetzt schon sagen, in Realität Di Maria als Außen slash
Außenmittelfeldspieler. Ja. Ist nicht so gut. Hier machen wir wieder Mitte abdecken. Bei beiden Mitte abdecken. Normales Abfangen. Der Zehner kann die Defensive unterstützen. Ihr könnt ihn aber auch wieder vorne lassen, wie ihr das wollt. Ein Stürmer lassen wir auf jeden Fall auch vorne. Und wir machen beide zentral orientieren. So, versuchen wir mal reinzufahren. Du versuchst mich zu schlagen. Also hier geht es wirklich darum, ein sehr breites Spiel zu erzeugen, über die Außen zu kombinieren und trotzdem mit einer Fünferkette, wenn der Gegner mal den Ball hat, sehr kompakt zu stehen. Ich spiele sie ganz, ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe schon gegen Spieler gespielt, wo du kaum eine Chance hast, irgendwie nach vorne oder was hin zu machen, weil er das ganze Feld einfach sehr breit macht. Wie ihr auch in echt seht, wenn echte Mannschaften gegeneinander spielen, wenn sie in der 3-5-2-Formation spielen. Ich glaube, Julian Nagelsmann macht das sehr gerne. Mittlerweile auch Lucien Favre. Genau, also ich spiele jetzt ganz mal mit einer Viererkette und Schnicks 25-19 zeigt euch mal die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile der Dreierkette. Ihr seht es jetzt mal hier. Die Spieler sind komplett breit. Wenn ich hier unten meinen rechten Verteidiger sehe, der ist komplett an der Außenlinie, genauso wie der andere. Und ich versuche jetzt durch Seitenwechsel was zu erzeugen, was gerade nicht geklappt hat. Ich versuche einfach, seine Mannschaft auseinanderzuziehen. Ihr seht defensiv, wenn ihr jetzt nach hinten schaut, sieht es aus wie eine Fünferkette bei mir, weil mein rechter und mein linker Mittelfeldspieler eben hinten mithelfen. Durch die zwei Sechser und durch meine drei Innenverteidiger habe ich in der Mitte auch eine kompakte Formation. Und der Stürmer, der vorne bleiben sollte, ist jetzt vorne und kann das 1-0 machen. Ihr seht, wir sind sehr kompakt in der Mitte, wir sind aber offensiv sehr variabel, weil wir durch die Mitte spielen können mit dem Zehner und den zwei Stürmern, wie bei der engen Raute, aber gleichzeitig auch die Außenspieler immer mit nach vorne mitnehmen können. Sieht's hier wieder. Bernat ist hinten auf der Höhe von unseren drei Innenverteidigern. Egal, ob er jetzt nach außen spielt oder in die Mitte, die zwei Sechser stehen kompakt. Neymar steht kompakt. Er hat kaum eine Anspielmöglichkeit. Und jetzt sind meine Sechser da. Und wieder haben wir die Variation. Wir haben hier zwei Stürmer vorne. Und gleichzeitig können wir aber auch über die Außen spielen. Nehmen wir mal den Bernat mit. Und wenn wir jetzt mal versuchen, einen schnellen Seitenwechsel wieder zu machen, ist auf der anderen Seite der Di Maria und der Dai rennt nur meinen Ball hinterher. Man sieht schon, dass die 3-5-2, wenn man es auch richtig spielt, wahrscheinlich auch die richtigen Spieler hat, eine Waffe werden könnte, weil man fast überall in Überzahl ist. Genau. So sieht es eben aus. Das einzige Problem ist, wenn einer schnell durch deine ersten 4-5 Spieler durchkombiniert und praktisch nur noch die Fünferkette flach dasteht, so wie es jetzt, wie wir es jetzt mal simulieren, dann ist es ein bisschen schwieriger zu verteidigen. Aber solange deine Spieler hinterm Ball sind, hast du immer die Möglichkeit, das Ganze noch auszubügeln. Jetzt sehen wir wieder, wir haben die Zentralen und jetzt können wir es breit machen wieder. Und ich habe wieder ewig Zeit, ewig Platz, kann mich neu sortieren. Sehe wieder einen in der Mitte, auf der anderen Seite. Und du kannst gar nicht am Ball kommen, weil einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Das ist absolute Überzahl natürlich. Genau. So, probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, in einem liegt es mehr, in dem anderen liegt es weniger. Ansonsten behaltet die Standardformation im Hinterkopf und behaltet im Hinterkopf, was die wichtigsten Anweisungen sind. Nochmal zusammengefasst. Die Sechser hinten bleiben, Mitte abdecken. Die Außenverteidiger am besten hinten bleiben bei den Angriffen. Die Sechser eventuell noch Passwege zustellen. Und dann habt ihr schon mal die wichtigsten Aufgaben erledigt. Sehr gut, Dias. Und dann macht er wieder ein Kopfballtor. Ja. Mit einer Hand verteidigen ist natürlich schwer, wenn ich hier gleichzeitig gestikuliere. Aber behaltet das im Hinterkopf. Hat uns gefreut, dass ihr mal wieder bei der Taktikschulung vorbeigeschaut habt. Und ich glaube, jetzt kommt noch Howden Lucas. Genau, bevor wir zu Howden Lucas übergehen, wie gesagt, wie schon vorhin angekündigt, all diese taktischen Einstellungen hat natürlich Schnicks 2519 für uns, für euch, für die Gamers Academy als Skillbook festgehalten. Das Skillbook gibt es unter www.gamers-academy.com. Zum Skillbook bekommt ihr natürlich Zugang zu all den Videos, die auch mit Schnicks erstellt worden sind. All diese Tipps und Tricks sind drin. Genau. Und es geht nicht nur um Spielen, es geht nicht nur um gute Spieler haben, sondern auch die Taktik muss stimmen, damit ihr in der Weekend League die nächsten Sieger einholen könnt und natürlich die Ligen erklimmen könnt. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir heute wieder einen Special Guest. Simon möchte es versuchen gegen Schnicks 2519 bei Foul den Lukas.
ja, wortwörtlich ihn vom Feld zu jagen. Genau. Dann schauen wir mal, der ob Simon er meinen Rekord brechen kann. 5 rote Karten, also er muss praktisch einen Spielabbruch erzielen. Dann hat er das Spiel gewonnen. Ich darf keine Tore schießen und muss schauen, dass ich nicht die ganze Zeit umgehauen werde. Dann viel Spaß, Game On. So, Simon, schön, dass du da bist. Servus. Was für ein Team nimmst du denn? Spielst du PSG? Ganz egal. Also ich würde es ja nur versuchen, nicht umgehauen zu werden von dir. ja, da ich gehe... Das letzte Mal habe ich, glaube ich, verloren. Da hatte der Gegner Atletico Madrid. Da hat er recht schnell 5 rote Karten. Ist eigentlich wirklich relativ egal. Du musst nur schauen, dass es Spieler sind, die auch ordentlich grätschen können. Ich glaube, ich gehe auf Liverpool. Sehr gut. Ist es auch dein Lieblingsverein? Nee, also ich mag Liverpool, aber ich bin eher, würde ich sagen, Bayern-Fan, aber ich schaue generell nicht so viel Fußball. Okay. Deswegen wäre es falsch, sich Fan zu nennen. So. Gut. Wie oft spielst du FIFA die Woche? Eigentlich kein Mal. Also FIFA, ja, war nie so mein Spiel. Es hat mir immer schon natürlich Spaß gemacht, aber ich habe es halt nie aktiv gespielt. War ich auch zu schlecht für. Da bin ich mal gespannt, was jetzt gleich rauskommt. Ja, ich auch. Ja, wie gesagt, du musst ja keine Tore erzielen, du musst ja einfach nur faulen. Das sollte ich hinkriegen. So. Okay. Aber die Steuerung kannst du mit. Ja, ja, oder? Ja, also so viel habe ich dann schon gespielt. Wo die Grätsche angesetzt wird, ist klar. Sehr gut. So. Ah, ich muss ja grätschen, genau. Da war ja was. Du musst mich auch erwischen. Ja, ja. Komm nur her. Ja. Also es ist sehr nervtötend, wenn du nach einer Zeit einfach den Ball und... Oh, das ist die erste. Van Dijk ist mein Mann, dieses Spiel. Das gibt's nicht. Das ist die erste rote Karte. Das ist das erste Foul. Das war das erste... Genau so. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Man kann nicht so... Ja, oh, nicht schon wieder. Nee. Hey. Das ist gar nichts. Hey. Vielleicht sollte ich einfach mal zurückfallen. Ja, ja. Wir haben mal eine neue Taktik. Okay, 4 noch. Komm her. Der letztens hat einfach immer meine Spieler gefault, die gar nicht den Ball hatten. Das ist auch eine gute Taktik. Okay. Du musst sie halt nur erwischen, ne? Na, ja, ja, ja. Na, nee, okay. Ich nehme doch den da. Ey. Gib mir einen richtigen. Ja. Nee. So. Ja, jetzt komme ich langsam rein. Ja, jetzt. Ich nicht. Ey. Wieder kein Foul. Oh, doch, oh, doch ein Foul, aber es gibt keine Karte. Ja. Das gibt keine Karte, das ist zu wenig. Das ist leider nur Zeitverschwendung mit sowas. Das ist bitter. Nein. Dann hast du gut antizipiert, aber da warst du zu schnell dran. Ja. Nee. Ey, komm. Ja. Wenn man faul. Das gibt einen Elfmeter. Schieß ich an die Latte. Ich glaube, es ist keine Gelbe, okay. Den schieß mal an die Latte, schön. Bitter. So, und weiter geht das Spiel. So, nimm den Ball. Nimm dir den Ball. Jetzt hau ich dich mal ein bisschen um. Ja, ja. Schon haben wir ihn wieder. So leicht ist es nämlich gar 20 nicht. Minuten sind schon rum. Oh, ganz schlechter Pass. Ja, ebenfalls. Aber ist ja gut für mich. Hey. Ich mal schön den Torwart reingrätschen. Torwart angegangen. Du kannst übrigens auch versuchen, Tore zu schießen. Ja, aber das bringt mir halt recht wenig. So. Das war ein Foul, das hab ich gesehen. Ja, jetzt muss ich. Ich hoffe, es gab eine gelbe. Ui, zum Glück war es abseits. Da hab ich Glück gehabt, ey. Du darfst keine Tore schießen, sonst hast du verloren. Ja. Okay. Deswegen der Elfmeter auch gerade an die Latte. Ja, gut. Komm, da muss ein, zwei Gelbe müssen da dabei gewesen sein eigentlich. Oder wäre es jetzt schon angezeigt worden? Nee, der kann auch nachträglich gelb geben, auf jeden Fall. Nein. Nein. Nimm den Ball. Jetzt wollte ich dich umhauen, ging auch nicht. Ja, der hat gelb, glaube ich. Ja. Gut. Sehr gut. Oh, okay.
sind wir eine ganz andere. Ja. Oh, der war mies. Ja. Da dachte ich, komm noch schön weg. Schön, da, das ist auch die zweite so. Rote. Dann schießen wir den auch mal an die Latte. Wir probieren es zumindest. Boah, gehalten sogar. Okay, zwei Rote. Nur, grünes, orangenes Time Finish. War leider nicht perfekt ausgeführt, das Ganze. So. Oh nee, da war ich zu schnell. Jetzt versuchen wir. Ah ja, danke. Ja, ich brauche ja nicht auf Ballbesitz gehen. Jawohl. Nee, das ist kein Schön. Das ist kein Fall. Aber gelb. Ja, nee. Also, die Halbzeit muss ich überstehen mit 2. Das wäre ganz gut. Komm von hinten. Nee. Nee. So schöne Abschlussmöglichkeiten. Ja. Aber oh Mann. Nee, wieder nicht. Okay, 43. Nein. Aber doch. Oh, der. Von dem Gelben muss ich weg. Der Gelb hat. Ja. Mit dem Gelben muss ich. Oh, nee. Ja, der nochmal. So, hab ich mich in die Halbzeit gerettet. Hey, da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Scheiße. Oh, na. Halbzeit. Okay. Ja, aber schlecht ist nicht schlecht. 2 von 5 ist schon mal okay. Die erste war bitter nach 4 Minuten. Die erste war natürlich glücklich, ja. So, schauen wir mal weiter. So. Auch im Spiel, wenn ihr mal seht, ihr kommt irgendwie nicht durch oder der Gegner ist sehr aggressiv hinten, versucht einfach geduldig zu bleiben, versucht den Ball in euren eigenen Reihen zu halten und dann kommt schon irgendwann die Torchance. Das ist das Problem von den meisten Spielern ganz einfach, dass sie zu ungeduldig sind, zu wenig, wie gesagt, zu schnell zu viel wollen, zu schnell den letzten Pass spielen wollen, dann den Ball verlieren. Wie jetzt gerade hier. Man hat eigentlich fast immer eine Anspielmöglichkeit. Natürlich ist es jetzt auch was anderes, du hast ja schon zweimal weniger. Aber ja, klar. Aber ich glaube, was du einfach sagst, bis du hier in die Schnittstelle sinnvoll spielen kannst, kannst du es auf jeden Fall machen. So. Und hier sind wir schon wieder außen. Ah, Mist. Jawohl, oh. Jawohl. Aber war wieder nur gelb. War wieder nur gelb. Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. War nix. Nee, scheiße. Mit dem muss ich. Ah, yeah. Nee. Nein. Komm, Neymar lässt sich sonst so schnell fallen. Oh, das habe ich auch so. Oha. Das war Reflex. Das war Reflex. Sagen wir mal, das Tor zählt nicht. Das war Reflex. Ja, wenn ich in der Position bin, dann ja, ist eigentlich sehr leicht. So. Wieder oh nee, da habe ich meinen erwischt. Und Icardi. Oha, das wäre ein krasses Tor gewesen. Ja. Ja. Aber versuchen an der Grenze zu spielen. Schwierig. Ich versuche dich auch die ganze Zeit umzuhauen, aber es klappt einfach ja, nicht. Ja, es ist echt schwierig. Komm mit dem. Nein. Ja, du musst schauen, dass du die gelben Karten irgendwann dazu bekommst. Ja. Ich wieder mich umgehauen. Deine eigene Mann umgehauen, sehr gut. 20 Minuten hast du noch, langsam wird's eng. Das könnten. Okay, war kein Fall. Ups. Das war ein Fall. Das war ein Fall, ja, aber. Wieder bringt es leider recht wenig, aber ja, gelb war es zumindest. Ich habe mir so viel ins Gelbe, aber ich weiß nicht, ich werde die Roten nicht mehr zusammenbekommen. Das könnte sehr schnell gehen. Ach, der hätte zum Beispiel keine Gelbe, der auch nicht. Der, komm. Ich nehme den. Och. Bleib stehen. Ey, das ist krass, wirklich.
Und wieder sind wir durch. Mann. Ja, nein, sehr gut geklärt. Mein Gott. Die letzten 10 Minuten. Es könnte sein, dass ich heute tatsächlich mal wieder eins gewinne. Ja. So. Hast du den Pass gesehen? Der war schön. Der war nice. Ich muss mit dem. Falls ihr Trickpässe machen wollt, so wie der hier gerade, einfach mit L1, L2 gleichzeitig gedrückt halten, in die Richtung, wo der Trickpass hin soll. Und dann mit Viereck natürlich. Ey, da hätte ich greifen müssen. Bitte. Nein. Einen Vierknopf findest du auf jeden Fall noch. Ja. Und wieder. Sehen ganz cool aus, sind manche sogar recht hilfreich. So, und der Neymar, der macht jetzt noch eins. Wie hat der denn nicht getroffen? Das ist ja wirklich krass. Komm, ja, komm, komm, komm. Och man. Wieder nicht. Oh. Jawohl. Nee, das ja, kein war Foul, kein Foul, okay. Foul. Das gewinne ich heute ganz souverän mit zwei roten Karten nur. Mann, die zweite Halbzeit war jetzt echt. Ich dachte am Anfang, es geht los. Doppel-X, Abschluss. Gut gehalten. Ja. Und ich hab dich nochmal umgehauen. So, Spiel ist aus, Simon. Danke fürs Mitmachen. Ja, schade. Du bist gut gestartet, aber hat am Ende nicht gereicht. Euch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Geht auf unsere Seite gamersacademy.com, schaut euch das Skillbook an. Es kommt auch die nächsten Wochen noch was ganz Großes, was Neues. Der Pro Club. Seid gespannt, bleibt bei uns, seid uns treu und danke fürs Einschalten. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Gerne.